Wir sind hier im Zentrum von Neuhegi, dem neuen Stadtteil von Winterthur. Das ist das grösste Entwicklungsgebiet, das die Stadt hat. Grösser als die Altstadt, grösser als Sulzer Stadtmitte. Bei Vollausbau rechnen wir hier mit bis 4'000 Einwohnern und 4'500 Arbeitsplätzen. Es ist ein Gebiet, das am Entstehen ist. Wir sind hier genau so am Schnittpunkt des neuen Stadtparks, des Eulachparks, von neuen Überbauungen. Von Überbauungen, die zum Teil noch stehen, und von der Halle 710, die so ein bisschen das Herz von dem neuen Stadtteil sein sollte. Der Park ist ein das Markenzeichen für den neuen Stadtteil. Man soll hier innen nicht nur arbeiten, sondern auch wohnen. Und der Eulachpark hat schon bevor er entstanden ist, hat er zu Wohnüberbauungen geführt, die auch den Namen schon drin hatten. Es sind einige Überbauungen hier am Rand des Parks entstanden. Neuhegi ist auch gegenüber vom Althegi. Althegi ist noch ein alter Dorfkern, der dann sicher ein bisschen im Gegensatz steht zu dieser neuen Stadt, die hier entstehen sollte. Man sieht hier hinten die ehemalige Gäussereihalle, die grösste Industriehalle, die abgebrochen worden ist, wo auch neue Überbauungen entstehen sollen in den nächsten Jahren, unter anderem ein Mehrgenerationenhaus. Und einige Gebäude sind bereits schon da. Man sieht Nullenergiehäuser. Die Themen sagen auch ein bisschen, der Stadtteil soll Platz geben für Experimente. Es soll wirklich neue Ideen, Pionierstadt, Winterthur, soll da auch ein bisschen ein Spielfeld haben. Und da hinten sieht man die Halle 710. Eigentlich das einzige Gebäude, das man quasi noch hat können retten. Das steht an einem sehr strategischen Ort zwischen dem Park und dem neuen Wohnquartier. Und da innen wollen wir ein Restaurant machen für die Quartierbevölkerung. Und es soll auch so ein bisschen das Herz geben, wo wir da verschiedenste Veranstaltungen, Ausstellungen können machen in dieser Halle. Wir haben aber langfristig haben wir auch die Option offen gehalten, dass man die dann einmal könnte, auch allenfalls abreißen und eine neue Überbauung machen, dann, wenn es schon genug Infrastrukturen da in diesem Quartier drin hat. Wir sind jetzt hier im Innenhof von der sogenannten Null-Energie-Siedlung. Das sind die grössten Häuser, die in Holzbauweise erstellt worden sind. Das zeigt auch wieder so ein bisschen das Experimentelle, das wir hier fördern wollen, hier aussen. Man kann auch sagen, wir haben ja an der Seenstraße haben wir den Industrieteil. Auch dort wird natürlich experimentiert. Und das Zusammenspiel von Industrie und Wohnen und Freizeit, das ist das, was ich glaube, das Spezielle von diesem Gebiet ausmacht. Wir müssen auch sagen, Neuhegi liegt zwischen 3 S-Bahnhöfen. Das sind dann quasi die Eingangspforten in den neuen Stadtteil. Und jede von diesen Eingangspforten wird man in Zukunft anders gestalten.